Victoria 2. Ich habe die letzten paar Nummern, die ich aufgenommen habe, da war ich schon ziemlich müde. Dementsprechend habe ich, glaube ich, ziemlich viel Blödsinn von mir gegeben. Heute bin ich nicht mehr ganz so müde und wenn ich einen Blödsinn sage, dann ist es vollkommen beabsichtigt. Gerade eben habe ich mir mein Land nochmal angeschaut und habe im Handelsmenü, das schaue ich mir sonst eigentlich nie an, habe ich einige Einstellungen gemacht. Ich habe einen Haufen Zeug gekauft, also beziehungsweise habe dem Staat gesagt, er soll einiges auf Vorrat kaufen, weil wir haben so viel Geld, nämlich 11,5 Millionen derzeit, auf Vorrat, dass wir das auch in Güter investieren können, die wir dann in Zeiten des Krieges brauchen könnten, rein theoretisch. Also vor allem die Militärgüter habe ich ihm jetzt gesagt, dass er kaufen soll. Vor allem deswegen, weil ich auch begonnen habe, Panzer zu bauen. Ich bin dann drauf gekommen, es gibt noch gar keine Panzer weltweit, werden noch keine hergestellt, aber wir haben zwei zukünftige Panzerfabriken bereits. Ich weiß nicht genau, wo die sind, aber auf jeden Fall haben wir zwei Panzerfabriken gestartet. Und wenn die mal am. Da ist eine in Mähren und noch irgendwo ist eine zweite. Auf jeden Fall, sobald diese beiden Panzerfabriken da sind, sollten wir Panzer bekommen. Und zwar habe ich so viele. Ah, da ist die zweite in Dalmatien. Ich habe so viele Panzer in Auftrag gegeben. Ich habe so viele Panzer in Auftrag gegeben, dass ich jede meiner Armeen mit einem Panzer, mit einer Panzerdivision auch versorgen kann. Vielleicht werden wir das gleiche mit Flugzeugen auch machen. Wobei bei den Flugzeugen werden wir eher die Husaren ersetzen. Naja, vielleicht gebe ich es einfach dazu. Weiß ich nicht so genau. Weil in dieser Spielzeit, also Flugzeuge kann man noch gar nicht bauen. Flugzeuge haben einen relativ hohen Aufklärungswert, genauso wie die Husaren. Die Husaren haben drei, Flugzeuge haben vier. Und die Flugzeuge werden dann relativ schnell sehr stark, während die Husaren einfach nicht mehr stärker werden. Also das ist ihr Wert, den sie haben und der bleibt. Der Angriffswert von 8 und der Verteidigungswert von 12 sind jetzt nicht ganz so toll, wenn man bedenkt, dass die Garde hier 16 und 12 hat, die Infanterie hat 14 und 14, die Artillerie hat einen Angriff von 3 und 10, aber dafür einen wahnsinnigen Unterstützungswert von 450%. Die Pioniere genauso. Das heißt, diese Husaren und auch die Dragoner, die ich jetzt noch in den Armeen habe, werde ich dann wahrscheinlich sukzessive durch Flugzeuge austauschen. Mal abgesehen davon, die Flugzeuge haben genauso wie die Artillerie einen Unterstützungswert. Das heißt, sie machen die anderen Truppen stärker, was diese beiden hier nicht haben. Und Flugzeuge beziehungsweise Husaren hat man hauptsächlich der Aufklärung wegen. Und die Husaren sind eigentlich nur Kanonenfutter dann mittlerweile. Also sobald wir die Flugzeuge machen können, und Flugzeuge werden auch schon produziert, aber sobald ich Flugzeugdivisionen basteln kann, werde ich auch Flugzeugdivisionen basteln. Okay. Na gut, machen wir Pause weg und gehen wir ins Spiel. Ja, es wird jetzt da ziemlich teure Sache in den nächsten Tagen, bis wir einfach unsere die Dinge gekauft haben, die wir kaufen wollen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Geld verlieren. Außerdem, wie schon gesagt, ich habe eben auch Armeen in Auftrag gegeben, was nicht wirklich was bringt, weil die ganzen Panzer werden nicht unbedingt gebaut werden, weil ich ja noch keine Panzer in Panzerfabriken habe. Okay, die Talkies. Oh, die Entwicklung des Kinos Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts führte zur Entstehung einer neuen kulturellen Massenaktivität, die schon bald zu einem der Kennzeichen dieser Ära wurde. Die Macht und der Einfluss des Kinos stiegen noch mehr, als technologische Entwicklungen in den 1920er Jahren die Synchronisation von Klang mit bewegten Bildern ermöglichten. Wir haben den Tonfilm entdeckt.
Die Vorführungen konnten nun nicht nur auf einer Leinwand optisch präsentiert werden, sondern hatten auch eine akustische Komponente. Der im Jahr 1927 in den USA veröffentlichte Film The Jazz Singer war der erste Tonfilm überhaupt und weniger als ein halbes Jahrzehnt später war der Stummfilm zu einem Relikt der Vergangenheit geworden. Ein neues, mächtiges Medium war nun ins Licht der Öffentlichkeit getreten und veränderte nicht nur Popkultur, sondern auch Politik und internationale Beziehungen für immer. Na schau an. Und wir haben 5 Prestige dafür gekriegt. Offensichtlich haben wir nicht, weiß ich gar nicht, wie viel Prestige man da kriegt. So, minus 3000 haben wir jetzt circa, weil wir haben natürlich da einen großen Verbrauch an Geschützrohren, Luxuskleidung und so Zeug. Also da geht das meiste rein. Da geht natürlich auch noch 2000 rein. Bist du wahnsinnig. Wir werden dafür in der Zwischenzeit mal da ein bisschen runtergehen. Vielleicht auf 60%. Weil um ehrlich zu sein, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Und da gehen wir auf minus 10% Zölle wieder. So, wir sind wieder im Plus. So viel hat es gar nicht gekostet. Gerade mal 1 Million Pfund. So, schauen wir mal, was da sonst noch alles passiert auf der Welt. Oh, Belgien hätte gerne ein Bündnis mit uns. Ja, wieso nicht? Nach dem letzten Krieg sind sie der Meinung, dass es besser ist, auf unserer Seite zu sein, als auf der französischen. Gut. Bayern ist schon wieder von Deutschland beeinflusst worden. Das sind solche Kröten, haben die nichts Besseres zu tun, als meine Untergebenen zu beeinflussen. So. Nein, ein Kommandeur ist gestorben. Sowas aber. Der Walter von Habsburg, schickt man Habsburger da runter in die Wüste. Und das ist tatsächlich Wüste dort. Neben dem Tschadsee. Schau. Was wir da alles haben. Haben wir eigentlich Schiffe auch noch? Das ist eine gute Frage. Naja, wir brauchen auch noch Schlachtschiffe, ein paar. Könnten noch mehr Schlachtschiffe bauen eigentlich. Wieso auch nicht? Bauen wir nochmal 5 in Europa, oder? So, unsere 26. Armee entsteht hier. Schwächliche Streikposten. Naja. Ja, Bewusstsein ist gut. So. Das wird die 26. Armee. Und da hinten habe ich einen halbwegs guten gesehen. Den Gablenz. Panzereffizienz steigt. Na schau was an. Sollten wir jemals Panzer bauen, haben wir schon stärkere jetzt.
Rauchverbot. Tabak rauchen wurde immer beliebter. 1837 verboten die Wiener Behörden das Rauchen auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Egal, es schmeckt eh nicht. Na super. Jetzt habe ich gerade Tabak auf Vorrat kaufen gemacht und jetzt verliere ich gleich Tabak. Na sowas. Ich hätte es nicht auf Vorrat kaufen sollen, wenn solche Ereignisse kommen. Ich kaufe sonst nie irgendetwas auf Vorrat. Aber ich habe mal gedacht, ich muss mal was ausprobieren, ob das Sinn macht, ob das meine Ökonomie unabhängig macht. Und noch einen verlorener Servus. Oh, der schaut gut aus, den nehmen wir. Gehen wir wieder auf minus 15% Zölle. Ja, mein Monstereinkommen eigentlich. Gut, und dann schauen wir mal. Faschistische Suppenküchen. Na, die brauchen wir wirklich nicht. Aber Oman ist mir eigentlich relativ wurscht. Wir bohren tief und gierig. Pfeif auf die Militanz. Deutschland versucht mit uns gute Beziehungen zu haben, das finde ich gut. So, wie schaut das aus, Freunde? Und wieder eine Armee. Wohin schicken wir euch? Und welche Grenze? Zu den Osmanen vielleicht? Schicken wir euch daher. Oder schicken wir euch nach Linz? Schicken wir euch nach Linz? Wieso nicht? Auch relativ zentral. Gut, schauen wir mal, wie ist denn das mit den Panzern? Euch fehlen eh nur die Geschützrohre, alles andere müsstet ihr eh haben, ja. Das mit den Geschützrohren ist halt so eine Sache. So, die Flotten sind auch gerade fertig. Bevölkerung Kassa erhalten 4 Militanz und erhalten eine Bewusstsein. Bewusstsein ist okay, Sozialisten sind auch okay. Eigentlich nicht, weil die sind Pazifisten. Aber alles andere ist okay, was bei ihnen rauskommt. Gut, Bildungseffizienz wieder gesteigert. Kultur sind wir voll, nichts mehr mit Kultur. Industrie sind wir derzeit auch voll, das heißt entweder Handel, Marine oder na. Handel oder Marine, was machen wir da? Brauchen wir beides nicht unbedingt. Das verbessert unsere Fabriken noch ein wenig. Haben wir da irgendwas Sinnvolles weiter oben? Na, das sind nur ein paar Prestigepunkte, aber im Endeffekt geht es dann nur um die Effizienz der Fabriken ein wenig. Da geht es um die Verwaltungseffizienz, zumindest in den Kolonien wäre das nicht schlecht. Nö, nur Steuereffizienz ist jetzt nicht wirklich so wichtig bei unserem Steuerüberschuss, den wir haben. Weil das Problem ist, wir können nicht einmal mehr die Steuern senken,
Ah, oh ja, wir könnten es da noch ein wenig senken, das stimmt schon. Mal 45% runter. Naja, und was machen wir bei der Marine? In der Marine sind wir so weit hinten nach. Da könnte man eigentlich irgendwas da machen und wir sind gleich fertig. Ja, das dauert 2 Monate. Höhö, ist das lustig. Unglücklich. Das ist wirklich unglücklich. Ah, okay, das heißt, wir sammeln unsere Flotten hier. Wie schaut denn das aus? Die zwei warten wir noch ab und dann werden wir oben sammeln wieder. In... Wie heißt das Ding da oben? In Posen. Nein, nicht in Posen. In Tuchel. Posen ist die Gesamtregion. Sachsen ist schon wieder vertraut. Die machen nichts anderes, als die Deutschen da wieder rauszuwerfen. Deswegen wundert es mich ja, dass die Deutschen noch immer in uns investieren. Da könnte man nicht aufhören. Da will sowieso keiner, die will sowieso keiner beeinflussen. Und da will ich noch die USA rauswerfen. Was ist Frankreich? Könnte man fragen nach einem Bündnis. Ah, die sind eh verbündet mit uns. Das ist ja schön. Die sind auch verbündet mit uns. Machen die das deswegen, weil wir so viel stärker sind als sie, oder wie? Machen wir da mal Stahldampfer, da können wir dann Kreuzer bauen. Eigentlich hätten wir das gleich machen sollen. Nein, können wir nicht, weil dazu brauchen wir bessere Marinestützpunkte. Wir sollten das da starten. Bessere Marinestützpunkte. So, wie schaut das aus? Die Schlachtschiffe haben wir. Gut. Dann wird das da unser neuer Marinesammelpunkt. Ah, Öl. Na gut. Und Venedig lassen wir als Marinesammelpunkt wieder weg. Das andere Geschlecht empfiehlt das Buch oder denunziert das Buch. Wir empfehlen das Buch. Somalen wollen Freund mit uns sein. Ah, was habe ich jetzt erwischt? Avantgardistische Kunst, schauen. Gut. Vielleicht nicht der schnellste, aber schnell genug. Das geht eh auch schnell. Dann sind wir damit fertig. 7. August. Jetzt haben wir wieder ein großes Minus. Wieso das eigentlich? Kaufen wir schon wieder was? War nicht. Ich verstehe das mit dem monetären System sowieso nicht wirklich. Ich mache das mehr nach Gefühl. Expressionistische Literatur schauen. Ich mache das eher nach Gefühl. So, na dann.
Japan, du hast auch ein Bündnis mit uns, die werden kein Bündnis mit mir eingehen. Ah, da werden wir die Beziehungen noch weiter verbessern. Da werden wir sie auch verbessern. Na gut, aber wie schon gesagt, wir haben so viel Überschuss noch an Geld. Wir können uns das leisten. Erst wenn wir sehen, dass es jetzt nicht unbedingt so Radiofabriken. Hey, wir können jetzt Radios bauen. Das ist gut, das machen wir doch glatt. Ah, gut. Tschüss. Diese Fabrik braucht echt kein Mensch. Bauen wir da gleich Radios. Ah ja, wieso nicht? Und ein Glas. Wieso bauen die da Betonfabrik rein? Echt jetzt? Das ist wie Kraut und Rüben da. Alles durcheinander bauen. Man sollte den Kapitalisten verbieten, irgendwas zu bauen. Die bauen alles querbeet durch. Oh, da mal ein paar Fabriken aus. Oh, ich sehe gerade. Da müssen wir eh ausbauen. Da haben wir ja einen Haufen. Einen Haufen Arbeitslose in Böhmen. Vielleicht sind die Liberalen doch nicht so schlecht. Da machen die. Die Kapitalisten das selber. Vielleicht sollten wir auch noch das eine oder andere Panzerding bauen. Irgendwohin, wo wir halt Platz finden dafür. Die libysche Wüste zum Beispiel. Hahaha, da passt es wirklich gut hin. Wow, ich sehe gerade, ihr braucht ja auch einen Haufen Dings in Meeren. Und die libysche Wüste macht tatsächlich Sinn, dass wir dort was hinbauen. Da haben wir auch Arbeitslose. Da haben wir diese Dinge. Was brauchen die? Zum gebaut werden? Nö. Das wollte ich nicht. Die brauchen Munition und Stahl. Brauchen wir eine Munitionsfabrik hin? Pfeif auf die Konservenfabrik, weg damit. Da bauen wir noch eine Geschützrohrfabrik rein. Was ist das Beton? Ostschweiz. Na, das ist wirklich keine schlechte Region, dass wir die erobert haben. Bauen einfach alles aus und aus. Noch haben wir das Geld ja aus Siebenbürgen. Da haben wir auch noch Platz für etwas. Was bauen wir dorthin? Was braucht denn das? Na, bauen wir Radiofabrik rein. Was sagt sie hier? Wieso sollte das? Bevorzugt werden, sagt sie mir das. Boah, schließe ich noch schon einen Haufen Arbeitslose. Da haben wir gleich Fabriken geschlossen, damit wir neue bauen können. Slavonien. Gut, die Weinfabrik ist zwar irgendwie. Ich geh. Bau mal Luxusmöbelfabrik rein noch. Und. Was bauen wir aus?
Muss ich überlegen, gerade, ob ich das da abbauen soll. So, Slowakei. Du bist auch voll. Wir schon eine Glasfabrik, machen wir noch eine Elektroteilefabrik. Produziert so viel Zeug schon. Selbst in Südtirol brauchen wir langsam wieder. Es gibt bei uns Gegenden wie Tirol und Südtirol, die am Anfang so schwach waren und mittlerweile trotzdem Fabriken besitzen. Ich finde das gut. So, Transdanubien. Da hat man gerade eine Glasbläserei. Was bauen wir da noch hin? Konserven, glaube ich, sind in Transdanubien nicht schlecht, weil die haben da nur Essen eigentlich. Venedig könnte mir. Wieso ist da keine Luxuskleiderfabrik? Ich habe dort Seide in Venedig. Die sollen ruhig eine Luxuskleiderfabrik bauen. Ist Siebenbürgen. Das passt. Zentralungarn passt. Österreich sowieso. Machen noch eine Radiofabrik dazu. Moldau. Vielleicht noch eine Betonfabrik, wer weiß, wie viel Beton wir noch brauchen. So viel wie wir bauen in letzter Zeit. Panama. Das ist ja sogar schon eine rentable Fabrik geworden. Schau, schau. Ungarisch-Westgalizien. Gut, naja, nach diesem kurzen Ausflug in die Welt der Produktion, wieder zurück in die Niederungen der Politik. Oder Generäle, die einem eingehen. Frechheit. Das schaut gut aus. Hey, und wieder wunderschöne Kommunisten. Schauen wir mal. Sind das viele? Eigentlich nicht.
So, euch beiden. Alles. So. Und ich glaube, ich werde das jetzt, ich werde jetzt aufhören. Und wenn ich wiederkomme, werden die Rebellen weg sein. Ich hoffe, es passiert nichts Aufregendes in der Zwischenzeit. Bis dahin. Wünsche ich euch eine schöne gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.